Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, es ist mal wieder Trailer-Zeit. Wir haben uns lange keinen Trailer mehr angesehen, aber viele von euch haben mir gesagt, der neue Sonic-Trailer ist draußen und ich bin auch recht gespannt, wie das Sonic jetzt aussieht. Ich habe schon ein kleines, muss ich sagen, auf dem Thumbnail ein kleines Bild gesehen, dass der Sonic auf jeden Fall jetzt besser aussieht. Wir haben uns den ersten Trailer ja damals angesehen. Ich werde dich nochmal verlinken, Freunde, falls ihr das Video verpasst haben solltet. Und er sah wirklich grausig aus. Jetzt haben wir eine überarbeitete Version, deswegen schon mal Shoutouts wirklich an Sega und auch, ich glaube, es ist von Paramount, der Film, ich bin mir nicht sicher, dass sie das überarbeitet haben. Das ist cooler Fanservice, das ist cool, weil alle haben gesagt, hey, wir brauchen einen Sonic, der besser aussieht. Und sie haben es anscheinend jetzt geschafft, den Release zu verschieben und Sonic neu zu bauen. Ihr meintet, ich soll unbedingt die deutsche Version schauen, haben wir beim letzten Mal, glaube ich, nicht gemacht. Deswegen bin ich jetzt gespannt, ja, was da anders sein sollte oder whatever. Wir schauen rein, Freunde. Ich habe die Facecam ein bisschen anders gemacht. Mir gefällt sie so besser. Da habt ihr mein Gesicht in größer ein bisschen. Und ich habe schon gesehen, Freunde, guck mal. Der hat trotzdem noch ein paar Dislikes bekommen. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht sieht er doch nicht so cool aus. Vielleicht sieht der neue Sonic doch nicht so cool aus, wie er jetzt auf dem Thumbnail aussah. Ich bin gespannt, Freunde. Ich würde sagen, wir schauen zusammen rein. Los geht's. Ich bin Sonic. Eine kleine blaue Kugel. Oh, schaut ihn euch aber an, das sieht cool aus. Yo, sieht ja viel besser aus. Sieht ja viel besser aus als beim ersten Mal. Viel, viel besser. Super Energie. Und insgesamt ein ziemlich cooler Typ. Oh, die Stimme kenne ich sogar irgendwo, ja. Und um meine Welt zu retten, die Stimme kenne ich auf eure kommen. Woher kenne ich die Stimme? Die kenne ich. Wo bin ich? Warum ist es hier so dunkel? Was ist denn das? Warte, nein, 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 oder? Warte. Das ist Ju, das ist Julian Bam, oder nicht? Wo bin ich? Warum ist es hier so dunkel? Was ist denn das für ein Level? Das ist Julian Bam, was? Als ob Ju Sonic spricht. Wo bin ich? Warum ist es hier so dunkel? Was ist denn das für ein Level? Was? Paramount, von Paramount war das, stimmt. Was? Wartet mal. Okay, aber deswegen die Dislikes? Na, wir schauen erstmal weiter, wie es sich anfühlt mit ihm als Stimme. Aber krass, davon wusste ich nichts. Hat er mir nicht erzählt? Habe ich nicht mitbekommen. Vor 20 Minuten hat ein Energiestoß einen Stromausfall im gesamten Nordwesten. Alter, was? Wer ist da? Oh, sieht ja viel besser aus. Yo, schaut ihn euch an, wie gut er aussieht. Boah, okay, ich habe jetzt schon Lust auf den Film. Ich muss sagen, der sieht schon cool aus so. Was machst du in meiner Garage? Die komplette Armee ist hinter mir her. Ich schlecht bis jetzt mit Schuh. Ich gebe Ihnen genau 5 Sekunden, um mir zu sagen, wo es ist. Stopp, tu ihm nicht weh. Voll auf die 12. Julian Bam spricht Sonic. Yo, wie cool ist das, hä? So passiert mir das. Oh mein Gott, halt sofort den Wagen an. Der größte Gummibandball auf der ganzen Welt. Den müssen wir uns ansehen. Nein, das hier ist kein lustiger Familienausflug. Na, hast recht, war echt lame. Der Souvenirshop war aber cool. Hä, bist du jetzt ganz schlecht? Hier können wir eine Weile untertauchen. Okay, und was machen wir jetzt? Ich zeig dir mal, wie das geht. Hä, Sonic sieht echt Lass gut uns aus. Gehen, oder? Ja, es wird Zeit. Also ich muss sagen, ich finde es nicht schlecht, dass Ju als Stimme da ist, aber eine etwas erwachsenere Stimme hätte vielleicht besser gepasst. So kenne ich Sonic auch aus der TV-Serie halt, habe ich damals geguckt. Aber ich finde es bis jetzt nicht schlecht, er macht einen sehr guten Job tatsächlich. Eine neue Welt. Du glaubst, du könntest mir entkommen? Boah, das Ding ist ja süß. Du bist gut versichert, oder? Ich finde es irgendwie cool. Jetzt bist du dran. Mehr hast du nicht drauf. Doch, aber danke der Nachfrage. Achtung, jetzt geht's rund! Ah, schon cool, schön zu hören, Alter. Hast du das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Vom Produzenten von The Fast and the Furious. Und Sonic sieht echt gut aus, das muss man sagen. Wieso Sonic nimmst du dein Leben für dieses dumme kleine Etwas weg? Er ist mein Freund. Das war geil. Sonic sieht aber wirklich gut aus. Das oh ja, sowas wollte ich sehen. Ich glaube nicht, ja. Dass du mal auf darfst. Und ich werde meine Freunde oh, damit... Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. ...beschützen. Das hast du nicht kommen sehen, ha? Blablabla, blablabla. Bla. Entschuldigung, darf ich mal kurz? Bier, danke. Danke noch. Das sieht wirklich gut aus. Sonic, the Hedgehog. So. Du bist also Toms bester Freund, von dem er immer labert. Verstehe nicht, was er an dir findet. Ist ja eklig. Oh, das war süß. Okay. Na okay, Freunde, willkommen zum kleinen, großen Mini-Fazit, ja? Also, der neue Sonic sieht sehr cool aus. Überarbeitete Version, unglaublich schön. Auch hier oben sehen wir es doch mal. Er sieht wirklich cool aus. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen, im Vergleich zum ersten Mal. Der erste war halt ultra realistisch, aber sah dafür richtig scheiße aus. Und der zweite jetzt ist ein bisschen cartoonhafter gehalten, aber sieht dafür echt gut aus, finde ich. Zum Thema Ju kann ich sagen, es ist ein bisschen ungewohnt, aber
So zu dieser cartoonartigen Version von Sonic passt die Stimme ganz gut, finde ich. Chu macht einen guten Job und ich freue mich in erster Stelle natürlich für ihn. Ich kann aber die Leute verstehen, die jetzt vielleicht deswegen gedisliked haben, weil es ein bisschen ungewohnt noch ist, gerade wenn man Ju irgendwie nur so aus den Videos kennt, dann ist es ein bisschen weird, die Stimme jetzt da zu hören. Plus, ich bin halt mit Sonic aufgewachsen aus der Serie, ich weiß nicht, wie die hieß, Sonic DX oder so hieß die, glaube ich. Habe ich immer geguckt auf Disney Channel, beziehungsweise auf Disney XD, und da hatte er halt eine etwas erwachsenere Stimme. Und ich glaube, das war auch die Stimme, die er in den Computergames hatte. Für die Fans von dieser Stimme kann ich es komplett nachvollziehen, dass ich mag es auch nicht gerne, wenn Synchronsprecher einfach so gechanged werden. Aber für mich ist es jetzt nicht so schlimm, weil ich seit 10 Jahren diese Serie nicht mal geguckt habe und ich mich jetzt mit einer neuen Stimme anfreunden kann. Lasst mir aber auf jeden Fall mal eure Meinung dazu da. Wie fandet ihr den Trailer an sich? Neue Sonic besser oder schlechter als die vorherige Version? Und was sagt ihr zu Ju als Hauptstimme in diesem Film? Ja, es ist eine Hauptrolle, die er spricht. Das ist schon krass. Und ich bin gespannt, wie es im Film sein wird. Ich muss sagen, ich fand zum Beispiel bei Lego Batman hat ja Gronkh den Joker gesprochen. Das fand ich hat leider nicht so ganz gepasst. Das finde ich hier schon ein bisschen besser, muss ich sagen. Wir werden es sehen, Freunde. Wir werden es sehen. Lasst mal eure Meinung da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und ciao.